Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt wollte ich nochmal über ein Thema reden, das ich im letzten Video angeschnitten habe, aber wo ich extra gesagt habe, dass ein Thema ist, was für mich total wichtig ist und ich deswegen nochmal ein eigenes Video dazu machen möchte. Und das ist Krebs und die Psyche. Nicht im Sinne von, die Psyche hat einen unglaublichen Einfluss auf den Krebs, sondern im Sinne von, wie wirkt sich der Krebs auf die Psyche aus? Was habe ich persönlich für Erfahrungen gemacht? Was habe ich vielleicht an Herausforderungen mitgenommen und wie gehe ich damit um? Für alle Menschen, die auch das Gleiche durchmachen oder einfach wissen möchten, was krebskranke Menschen oder betroffene Menschen durchmachen, wie es ihnen damit geht. Und ich habe das Gefühl, es wird häufig zu wenig in den Fokus gesetzt. Und dabei ist die Psyche ja für die Lebensqualität auch mitentscheidend. Es geht ja nicht nur um die physische Gesundheit bei der Heilung, sondern auch darum, dass es einem auch psychisch wieder gut geht und man auch halbwegs angstfrei dann wieder in sein Leben starten kann. Und die Ängste, die man während einer Krebserkrankung mitnimmt, sind doch enorm. Es sind ganz grundlegende Existenzängste, Ängste vor dem Tod, Ängste vor dem Sterben, Ängste vor Schmerzen, Ängste davor, Menschen zu hinterlassen, gerade als junge Person. Da gibt es einiges, was relevant ist und relevant wird. Und ich wollte so ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen, reden und auch, was ich vielleicht von Psychologen, Psychologinnen bis jetzt auch an Tipps mitbekommen habe, auch hier ein bisschen teilen. Ich habe mich relativ früh mit dem Thema beschäftigt, weil private Geschichte, aber meine Mama hatte auch schon Krebs. Sie ist letztendlich auch 2019 an Krebs gestorben. Und da war das Thema einfach schon sehr relevant. Sie hatte metastasierten Krebs von Anfang an und die Psyche war extrem belastet. Und es war eine sehr harte Zeit, wo ich mich sehr, sehr viel schon damit beschäftigt habe, aber nur aus der Sicht von einer angehörigen Person natürlich. Und jetzt konnte ich die Erfahrung irgendwie halt auch nochmal aus der Sicht von einer betroffenen und angehörigen Person sammeln, weil ich bin ja gerade beides, weil meine Schwester hat Krebs und ich habe Krebs, also ich bin betroffen und ich bin Angehörige, was auch eine starke Doppelbelastung ist, die auch an diesem Thema relevant ist für mich. Aber deswegen habe ich tatsächlich, als ich die Diagnose Krebs bekommen habe, war es für mich nicht der erste Berührungspunkt mit dem Thema Krebs. Dadurch, dass meine Mama das alles durchgemacht hat und ich da schon eine Menge Bescheid wusste, war für mich auch von Anfang an der Fokus, ich möchte auf meine Psyche achten. Und ich habe mir direkt in meiner Klinik eine psychoonkologische Betreuung gesucht. Psychoonkologen sind im Prinzip Psychologen, die spezifisch eine Extraausbildung zu onkologischen Themen gemacht haben, also genau wissen, wie geht es krebskrank? Es gibt eben doch Sachen, die kommen häufiger oder die kommen öfter vor. Oder die Phasen hat man eher als krebskranke Person oder als angehörige Person. Und die sind einfach spezifisch darauf spezialisiert und wissen, wie man damit umgeht, wissen, wie man krebskranken Menschen und den Angehörigen am besten helfen kann. Und in meiner Klinik gab es eine psychoonkologische Begleitstelle sozusagen, wo ich alle 4 bis 6 Wochen Therapie haben konnte. Und das habe ich auch von Anfang an mitgenommen. Ich war, glaube ich, schon 2 Wochen nach meiner ersten Chemo oder so. Ich hatte da schon direkt, als ich die Diagnose bekommen habe, auch mich bei einem angerufen, mich gemeldet und hatte das seitdem dann auch, wurde also ein Jahr dort auch begleitet und habe jetzt tatsächlich gerade zu einer Psychologin in meiner Stadt gewechselt, wo ich jetzt wöchentliche Therapien habe. Da erzähle ich dann gleich noch mehr zu. Was für mich einfach wichtig ist, ist, dass man sich nicht schämen muss, wenn man in dem Zeitpunkt mehr Unterstützung braucht und dass Angehörige einfach ihre Grenzen haben häufig, weil sie auch sehr, sehr belastet sind. Und das weiß ich ja aus einer Angehörigenperspektive. Man versteht nicht alles. Man hat selber so viele Ängste, die man mitbringt, dass die Person einem stirbt, dass einfach Schmerzen da sind. Man hat auch Angst, wenn die Person von Hilflosigkeit berichtet. Man ist selber hilflos, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll.
man versucht immer viel stark zu sein für die Person, aber man hat einfach Grenzen. Und gerade da fand ich einfach eine externe Person zu haben, die nochmal anders das Ganze mit mir durchgehen konnte, die mit mir das auf eine andere Perspektive bringen konnte, auch die Ängste und Sachen, die ich habe. Das fand ich einfach extrem, extrem wertvoll, wo man auch sich nicht scheuen muss, einfach alle Gedanken und Sachen, die gerade in einem vorgehen, auch einfach mal anzusprechen. Deswegen finde ich das, ich nenne es eigentlich immer, Psycho-Onkologie ist noch eine weitere Stütze der Therapie. Die großen sind ja so Chemotherapie, OP, Bestrahlung. Und für mich ist Psycho-Onkologie eigentlich so die vierte Säule psychologische Betreuung, die daneben steht, die auch einfach die Lebensqualität extrem erhöhen kann, einem extrem helfen kann, mit Ängsten umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen, mit Hilflosigkeit umzugehen, mit den Einschränkungen, die man im Leben hat, Fatigue, körperliche Einschränkungen, seelische Einschränkungen, einfach da auch mit umzugehen. Also ich möchte da nur zu ermutigen, wenn die Möglichkeit besteht, sich nicht davor zu scheuen, diese Unterstützung einfach in Anspruch zu nehmen, weil sie mir extrem weitergeholfen hat. Und sich auch nicht zu schämen, wenn man nicht immer stark sein kann. Ich selber habe den Kanal bei mir gegründet, weil ich Motivation mitgeben möchte, weil ich Positivität mitgeben möchte, weil ich zeigen möchte, man kann damit umgehen, man kann auch wieder ins Leben gehen. Und gleichzeitig steht für mich mittlerweile da auch ein ganz großes Aber, oder gleichzeitig möchte ich auch zeigen, dass es okay ist, und wenn es einem auch mal nicht so gut geht, wenn man auch Ängste hat, wenn man auch einfach mal ein paar Tage hat, wo nichts mehr geht, oder auch mal ein paar Wochen, wo man irgendwie nicht mehr kann, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man traurig ist, wo man Angst hat. Das gehört halt alles auch dazu, und das habe ich auch gehabt, und darüber möchte ich jetzt einfach auch mal reden, oder habe ich auch immer noch. Und darüber möchte ich auch einfach mal reden, neben dem, dass ich ganz viel Positivität mitgeben möchte, Motivation, dass ich das auch alles habe und dass ich an sich da auch weiterhin positiv zu bin und ein positiver Mensch bin, ist es mir das einfach unglaublich wichtig zu sagen, die Teile gibt es auch und die sind genauso wichtig. Ich glaube, eine der größten und schönsten Momente in der Psycho-Onkologie bis jetzt war für mich tatsächlich, ich hatte am Anfang große Probleme, Emotionen zuzulassen, gerade negative Emotionen, weil ich da auch einfach nach der Krebserkrankung meiner Mama, dass sie eben 2019 gestorben ist, ich dann 2021 meine Diagnose hatte. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf negative Emotionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so, boah, nee, ich will nicht mehr. Ich will einfach, dass es mir gut geht und dass es alles mal schön ist, und ich habe keine Lust auf den Rest. Und da haben wir tatsächlich viel daran gearbeitet in der Psycho-Onkologie, dass ich diese Emotionen mehr zulasse. Und ein ganz wertvolles Bild für mich war, weil ich immer das Gefühl hatte, dieses Positivdenken, auch während der Chemo, wenn man irgendwie Angst bekommen hat, man hat irgendwie getastet oder es war sonst irgendwas, der Tumor schrumpft nicht im Ultraschall oder sonst was, ne? Gerade zu Beginn der Diagnose unglaublich viele Ängste, die Therapie hat noch nicht mal angefangen. Das Staging ist vielleicht gerade, man hat und wartet noch auf irgendeinen Befund, weiß nicht, wie es aussieht, sind Lymphknoten befallen, manchmal ist es unklar. Es sind so viele Ängste und Unsicherheiten am Anfang, neben dem, dass man überall rumrennt und erschöpft ist. Das größte Bild, was für mich wertvoll war in Bezug darauf, war, dass dieses ganze positive Denken, was ich immer viel versucht habe, dass das einfach unglaublich viel Kraft kostet. Und ich weiß nicht, ob andere das auch kennen, die ebenfalls betroffen sind. Man hat das Gefühl, es kostet Kraft und es kostet Energie, motiviert zu bleiben, positiv zu bleiben, Ängste wegzuschieben. Und für mich war es immer so ein Zeitpunkt, irgendwann hatte ich immer das Gefühl, jetzt geht nichts mehr. Und dann hatte ich wirklich einen Tag, da habe ich irgendwie nur geweint, habe nur Angst gehabt, war nur negativ. Und danach wurde es häufig wieder besser. Und das beste Bild, was mir meine Psycho-Onkologin da mit mir erarbeitet hat, war, wie ich mir das so in meinem Kopf vorgestellt habe. Im Prinzip wie so ganz viele so Bauarbeiter mit so Muskeln, ein kleines Holzhaus irgendwie so mit Stäben versuchen aufzubauen, und dann kommt immer mehr Wind von der einen Seite und die stemmen sich alle so dagegen und versuchen dieses Holzhaus, das Motivation und Positivität widerspiegeln soll, als Metapher am Leben zu halten, und dieser Wind wird immer stärker und immer stärker, und irgendwann können sie nicht mehr und dann hören sie auf, dagegen zu halten, und das Holzhaus bricht zusammen und dann können sie sich eine Pause gönnen, sie können sich ausruhen und dann können sie ein neues Haus bauen, was mehr in den Wind aufgestellt ist, also besser zu der Windrichtung passt.
Und das war für mich total wertvoll, weil ich dann auch immer diese Tage, wo es mir nicht so gut ging, wo ich negativ war, wo ich keine Kraft hatte, positiv zu sein, als Pause für mein Gehirn bezeichnet habe, dass die Emotionen einfach mal da sein durften, einfach mal sein durften und ich musste nicht dagegen ankämpfen. Auch wenn es für andere Menschen natürlich manchmal schwer ist zuzusehen oder gruselig, wenn man da wirklich 5 Stunden lang weint. So. Aber es war gut für mich in dem Moment. Und das war sinnvoll. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es auch hilft, das einfach mal zuzulassen. Auch wenn es natürlich nicht angenehm ist, ja, niemand hat da Lust drauf. Aber es war für, ich habe das, wie gesagt, dann immer so gesehen, Pause für mein Gehirn. Was schwieriger war, war jetzt tatsächlich das Ende der Therapie. Also ich habe gemerkt, dass ich ganz, ganz lange, ganz locker flockig da durchgegangen bin, ganz positiv immer war. Und mit der Angst ziemlich gut umgehen konnte. Klar hat Mama ab und zu Angst gehabt, aber ich habe sie dann auch gut wieder unter Kontrolle bekommen und dann war es auch wieder gut. Und das ist mir zum, ja, gerade so Anfang, Mitte diesen Jahres immer schwerer gefallen. Also ich habe gemerkt, dass die Angst immer mehr Überhand nimmt, gerade auch wegen der Krebserkrankung meiner Schwester noch obendrauf. Das war für mich so ein bisschen das, ja, der Tropfen, der das Fass so zum Überlaufen gebracht hat, dass sie dann auch keine pathologische, komplette Remission hatte nach der OP. Da war sie selber auch erst fertig, aber es war auch für mich sehr hart. Und da habe ich echt gemerkt, dass die Angst schwerer wurde zu kontrollieren. Ich habe, mein Blutdruck ist gestiegen, ich habe ständig Angst gehabt. Und als ich dann diese Corona-Infektion im April hatte, da habe ich dann wirklich, da konnte ich es gar nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Ich war überzeugt, dass ich jetzt Gehirnmetastasen habe. Und ich war, hatte unglaublich viel Angst. Ich habe es eine Woche lang nicht unter Kontrolle bekommen, von morgens bis abends. Einfach nur Angst gehabt und nach einer Woche war ich so fertig, dass ich morgens weinend am Frühstückstisch saß, meinem Freund das Handy gegeben habe und meinte, du musst jetzt irgendwie einen anrufen, irgendwie Ärzte, wir brauchen, ich brauche einfach Hilfe so. Und er hat dann meine Hausärztin angerufen und in meine Klinik angerufen und dann habe ich eben noch mein MRT bekommen und meine Hausärztin hat mir dann tatsächlich auch Antidepressiva verschrieben. Die nehme ich seitdem auch, die nehme ich auch immer noch. Es ist ein leichtes Antidepressivum. Aber es ist mir wichtig, es ist nicht einfach, das öffentlich zu machen so, aber es ist mir einfach wichtig, weil das für mich auch eine Stütze ist. Und es war so schön, es hat, glaube ich, schon nach 2 Tagen oder so gewirkt, wie ich gemerkt habe, wow, ich kann jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen, ich kann Distanz haben zu diesen ganzen Themen, die ja einfach gerade da sind, dieser ganzen Angst, die einfach da ist. Und was meine Psycho-Onkologin tatsächlich gesagt hat, also ich habe ihr dann auch davon erzählt und sie meinte auch, dass sie eh schon länger überlegt hatte, ob wir da nicht auch medikamentös ein bisschen mit nachhelfen. Und sie meinte, es ist völlig normal und das ist was, was ich auch wieder hier gerne mitgeben möchte, dass erst nach der Therapie, wenn die Therapie abgeschlossen ist, dass dann die seelischen Themen eigentlich kommen. Weil sie meinte, vorher ist man in so einem Überlebensmodus die ganze Zeit. Da ist gar kein Platz für diese ganzen Themen. Und klar hat man manchmal Angst und so, aber es ist eigentlich kein Platz dafür, dass die Seele wirklich auch ihren Teil beitragen kann. Es ist auch eine große seelische Belastung. Und sie hat gesagt, die Seele braucht mindestens genauso viel Zeit zu heilen wie der Körper. Wenn der Körper 1 Jahr braucht zu heilen, dann braucht die Seele auch 1 Jahr Zeit, um zu heilen danach. Und das ist halt auch ein Prozess, den viele, glaube ich, unterschätzen, der einfach gerade nachdem die Therapie abgeschlossen ist, ein Teil des Gesundungsprozesses wirklich ist. Und wenn man dann wieder voll ins Leben zurückgeht und alles versucht hinter sich zu lassen, da habe ich halt auch gemerkt, dass das klappt nicht bei mir. Ich kann nicht einfach so wieder ins Leben gehen und so, als wäre jetzt nichts gewesen und einfach wieder voll motiviert in meinen Beruf starten, in meine Masterarbeit starten. Das funktioniert nicht, weil da einfach so viele Themen sind, die halt jetzt hochkommen, die dann auch wirklich mich belasten und die ich finde, mit denen ich mich beschäftigen möchte, weil ich dann weiß, dass es mir dann wieder besser geht und dass die Seele eben diese Zeit auch braucht, um zu heilen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und eine dritte Stütze, die mir noch mitgegeben wurde, die ich total toll fand, war der Reha. Da hatte ich natürlich auch eine psycho-onkologische Begleitung. Und da haben wir auch über eine Mischung aus Beschäftigung mit den Themen, die einen Angst machen, und Ablenkung geredet. Und ein tolles Bild, was sie mir da mitgegeben hat, die Psycho-Onkologin, war, wenn man in einem Boot sitzt, dann braucht man beide Ruder, also man sitzt in einem Ruderboot und braucht beide Teile, mit denen man rudert.
wenn man nur ein Ruder bedient, dann dreht man sich die ganze Zeit nur im Kreis. Und sie meinte, so ist das mit Ablenkung und Beschäftigung. Das sind praktisch die beiden Ruder und man muss beide gleichmäßig bedienen. Das heißt, man braucht eine gute Balance aus Beschäftigung mit den Themen und Ablenkungen. Wenn man immer nur eins davon die ganze Zeit nimmt, dann dreht man sich einfach nur im Kreis. Das ist auch nochmal so eine dritte Sache, die mir auch wirklich weitergeholfen hat. Und ja, letzten Endes ist es mir einfach wichtig mitzugeben, dass die Themen normal sind, dass die Angst normal ist und dass es auch wichtig ist, dem auch ein bisschen Raum zu geben und sich damit auch zu beschäftigen. Nicht nur, wie wir es gerade hatten, aber es ist halt auch ein Prozess nach der Krebserkrankung oder nach der Therapie, sage ich mal. Und er nimmt auch Zeit in Anspruch und das ist vielleicht auch einfach mal relevant zu wissen, hey, da könnte vielleicht noch was kommen. Und wenn was kommt, falls jemand von euch gerade bei denen ja einfach an der Schwelle ist und merkt so, wow, mir geht's irgendwie in letzter Zeit schlechter, ich habe da so eine Spirale, das ist vollkommen normal. Es ist normal, dass das kommt und es ist wichtig, dass das kommt und das ist einfach ein Prozess, ja, der auch vom Körper angestoßen wird, um das Ganze zu verarbeiten, was man erlebt hat. Und ich habe jetzt tatsächlich seit Juni gewechselt von der 4- bis 6-wöchigen psychoonkologischen Betreuung in meiner Klinik, habe ich mir hier in meiner Stadt eine Psychoonkologin gesucht, die Traumatherapeutin ist, also Fokus auf Traumatherapie hat. Und da mache ich jetzt wöchentliche Termine sogar. Meine Psychoonkologin hatte mir das empfohlen, weil sie meinte, jetzt wo die Therapie abgeschlossen ist und eben diese ganzen Themen kommen, ist es eigentlich ein super guter Zeitpunkt, um das ein bisschen zu intensivieren und sich damit wirklich zu beschäftigen. Und das ist ein sehr anstrengender Prozess, aber es ist für mich auch ein sehr, sehr guter Prozess, der mir auch insgesamt einfach total weiterhilft. Ja, das ist mir einfach mal total wichtig mitzugeben und eben auch mitzugeben, hey, es ist vollkommen okay, wenn es einem zwischendurch nicht so gut geht und wenn man nicht immer positiv sein kann und wenn man auch einfach mal Momente hat, wo es einem schlecht geht und wo man Angst hat. Und man muss nicht immer dagegen ankämpfen. Es ist natürlich wichtig, auch noch weiter zu kämpfen und die Hoffnung nicht aufzugeben, ne? Und gleichzeitig, da kann ich auch empfehlen, wenn man das Gefühl hat, man kommt da nicht mehr klar, man kommt alleine nicht zurecht oder auch schon bevor dieser Punkt eintritt, sich da wirklich diese Unterstützung zu suchen, wenn man das Glück hat, dass man, ne, die Möglichkeit und die Option irgendwo hat. Soweit dazu erstmal. Ich hoffe, dass ich damit vielleicht der einen oder anderen Person auch noch ein bisschen weiterhelfen konnte und kann. Vielleicht intensiviere ich das Thema auch noch mal ein bisschen, das überlege ich mir auf jeden Fall noch mal. Schreibt gerne, wenn ihr mögt, mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Geht es euch auch so? Habt ihr dazu irgendwie Fragen oder möchtet ihr noch über irgendwas anderes wissen, wie es mir geht damit, mit meinen Erfahrungen? Dann sagt auch gerne Bescheid und erzählt auch gerne, wie es euch geht. Ich freue mich immer total über die ganzen Kommentare und bin stark glücklich, wenn jemand mit mir kommuniziert. Und ja, war jetzt mal ein bisschen ernsteres Thema, aber ich denke, genauso wichtig wie die ganzen anderen Themen. Von daher sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.